So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist jetzt der zweite Teil unseres Podcasts, den wir Belandratung nennen. Und während beim letzten Mal ich zwei Herren als Gäste hatte, sitzen hier in meinem Büro leider in weitem Abstand. Ich muss am Schreibtisch sitzen. Heute zwei Damen, aber nicht irgendwelche Damen, sondern zwei Majestäten. Eine ehemalige Majestät, das ist Antje Peiser, die Weinkönigin im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut 2006-2007 war und heute Geschäftsführerin unseres Tourismusverbandes Saale-Unstrut ist, also als Tourismusexpertin hier eingeladen wurde. Und unsere amtierende Weinkönigin Annemarie Triebe, die selber Winzerin ist und aus dem Weingut Triebe in Würchwitz kommt. Und sie ist eine der wenigen, ich glaube, es ist die zweite Weinkönigin überhaupt hier in Saale-Unstrut, die jetzt eine zweite Amtszeit an ihr erstes Jahr anschließen darf oder muss. Das ist halt Betrachtungssache und hängt natürlich auch mit der Entwicklung zur Pandemie zusammen. Ich freue mich erstmal, dass ich die beiden Gäste heute hier habe. Schön, dass Sie da sind. Und Ziel des Podcasts ist ja, dass wir uns nicht nur über Pandemie unterhalten, sondern auch über andere Inhalte. Aber auch hier gilt, die Einschnitte und Beschränkungen sind so groß, dass wir an dem Thema nicht vorbeikommen. Und ich würde mit Ihnen, Frau Peiser, gerne beginnen und mal fragen, die Tourismuswirtschaft im Burgenlandkreis ist ja ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden in den letzten 20 Jahren, ist besonders hart jetzt auch betroffen und es ist im Moment noch wenig Erkenntnis darüber da, wann es wieder losgehen kann. Wie ist die Lage? Ja, also die Lage, man kann es ja schon fast als dramatisch bezeichnen. Es ist wirklich sehr angespannt, auch unter den Akteuren vor allem. Das Schwierige ist einfach, dass die Perspektive fehlt. Also man lächzt geradezu wirklich, dass es wieder losgehen kann. Das Wetter zeigt es. Es sind unter anderem viele Einheimische unterwegs mittlerweile draußen, die Wanderwege nutzen, die Radwege nutzen. Und gerne würden wir sie natürlich auch wieder unseren Gästen zur Verfügung stellen. Und wir warten eigentlich darauf, dass es losgeht. Und das ist auch das größte Problem an dem Ganzen, dass bisher halt nicht wirklich, es kann kein Datum genannt werden. Das ist uns vollkommen klar, dass es natürlich abhängig ist von der Infektionslage. Aber man sollte wirklich einfach irgendwie eine Perspektive liefern können, wann es denn, Außengastronomie ist immer wieder auch ein Thema, denn es gibt Hygienekonzepte. Unsere Akteure haben es gezeigt im letzten Sommer, wie gut man das wirklich auch steuern kann und wie gering man das Infektionsrisiko halten kann in den Beherbergungsbetrieben, in den Gastronomiebetrieben, in den Museen, in den Einrichtungen. Und von daher hofft tatsächlich jeder natürlich, dass es bald wieder losgeht. Ab heute verkauft ja Aldi angeblich Selbsttests. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zumindest wird in den nächsten Tagen die Zahl der Testangebote für den Privatmann deutlich steigen. Das ist zum Beispiel ja auch für die Schulen für uns Anlass zu sagen, da haben wir eine Perspektive. Das wäre ja auch was für Beherbergungsbetriebe, ne? Mehr Selbsttests einzusetzen, damit das Risiko zu reduzieren. Daraus muss sich eine Perspektive, glaube ich, unbedingt ergeben. Ja, und liebe Annemarie Triebe, beim Weinbau und für die Winzer ist das ja auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Denn jetzt kämen die ersten Tage und Wochen, wo auch die Winzer wieder Angebote machen könnten. Ich erinnere mich an den 1. Mai, das ist das Anradeln an der Weißen Elster, also dort, wo Würchwitz auch zu finden ist. Das steht sicherlich auch in den Sternen. Hat es im letzten Jahr stattgefunden noch, das Anradeln? Nein, leider nicht. Also es hat auch da nicht stattgefunden. Aber die Winzer geben wirklich alles. Und zurzeit sind ja auch die Jungweine gefüllt an Saale-Unstrut, Weiße Elster und natürlich auch in Thüringen oder Brandenburg. Die Winzer vernetzen sich natürlich auch gut untereinander. Und es ist aber wahnsinnig schwierig, hier den Kopf oben zu halten, weil die Natur lässt uns natürlich nicht wirklich Spiel. Auch jetzt, der neue Jahrgang wird natürlich wieder wachsen. Wir sind jetzt mit dem Rebschnitt fertig. Als nächstes kommt das Anbinden und somit steht auch wieder im Herbst eine Lese bevor und dann auch wieder das kommende Jahr ein neuer Jahrgang. Und jetzt ist natürlich dran, die Winzer müssen die Weine vermarkten und die Sekte. Und wenn wir damit nicht so starten können wie jedes Jahr, wird es echt schwierig. Die Keller sind
trotz, dass das Wetter letztes Jahr nicht so prall war, es war ja sehr heiß und dann natürlich auch der Spätfrost, trotzdem sind die Keller gut gefüllt und es gibt einen wirklich wunderbaren Jahrgang. Ich konnte jetzt auch schon bei einigen Winzern verkosten und es macht einfach Spaß und deswegen muss es jetzt einfach so weit kommen, dass die Winzer quasi wieder den Ausschank machen dürfen und ja ihre Jungweine präsentieren. Hilft da der Einzelhandel ein Stück weit? Ja, der hilft natürlich. Also einige Winzer an Saale Unstrut sind im LEH vertreten und somit haben sie auch diesen, den anderen Kundenkontakt natürlich. Konnten viele Weine dadurch verkaufen, aber natürlich, man will ja die Winzerpersönlichkeit auch erleben und ja, die Weinprobe beim Winzer, das ist einfach ja, eine Sache, die kann man nicht einfach so ersetzen. Das ist ja was ganz Persönliches. Es ist was ganz Persönliches und was Handgemachtes, kann man sagen, nicht? Also wahrscheinlich eines der Produkte hier im Burgenlandkreis, was am handgemachtesten von allen ist und deshalb spielt der Wein, glaube ich, bei diesem Vermarkten von Produkten, die wir hier mit unseren Händen oder auch mit Werkzeugen herstellen, eine große Rolle. Da komme ich mal auf eine Initiative, die gerade auch in der Pandemie online jetzt stark, auch im Social Media, immer wieder aufploppt. Wenn ich zu Instagram schaue oder auch bei Facebook, kommt mir ständig so eine Hand gemacht vor. Was ist da abgegangen beim Saale-Unstrut-Tourismus zu diesem Thema? Genau, also wir haben vor rund 1,5 Jahren die Initiative Handgemacht Saale Unstrut ins Leben gerufen, wo es wirklich darum geht, zu zeigen, was für tolle Produkte und auch was für tolle Persönlichkeiten wir in der Region haben, die mit ihren Händen selbst natürlich noch Dinge produzieren, die man vielleicht nicht überall bekommt, die wirklich einzigartig sind. Und das sind Produkte aus der Landwirtschaft, das sind Produkte aus dem Handwerk, kreative Sachen. Und wir freuen uns sehr, dass das Netzwerk stetig wächst. Also auch dieses Jahr wirklich sich schon einige wieder angemeldet haben. Auch viele junge Leute, die in der Region bleiben und hier selbst etwas kreieren wollen und sich dem Netzwerk anschließen. Und genau, also wir haben tatsächlich versucht, auch mit Handgemacht Saale Unstrut und mit den Akteuren das Beste aus der Lage herauszuholen. Haben hier ganz, ganz viele Angebote im Direktvertrieb geschaffen, also man konnte bestellen, wir haben das immer wieder kommuniziert, holt es ab, bestellt. Jetzt zu Ostern gab es so ein Osterei. Genau, wir haben das Handgemacht Saale Unstrut Osterei, was sehr, sehr gut auch bereits verkauft wurde. Das ist, glaube ich, ausverkauft, oder? Genau, innerhalb der ersten drei Tage. Wie vielleicht finden wir aber irgendwo noch ein Osterei, mal schauen. Aber es sind ganz unterschiedliche Produkte dabei, also von einer Kerze über einen handgeschmiedeten Eierbecher, über aus Holz hergestellten Eierbecher, also es Wein bzw. Sekt ist dabei, damit man es auch ordentlich die Korken knallen lassen kann zu Ostern. Ja, also all solche Sachen. Und derzeit haben wir auch, gerade in Verbindung eben mit den Winzern, weil die jungen Weine anstehen, Anstoß mit einer Instagram-Live-Aktion. Alle zwei Wochen gibt es Anstoß mit einem anderen Weingut. Das Weingut von Annemarie Triebe hat den Anfang gemacht. Und in einer Stunde gibt es wie so eine Art Weinplauderei. Wir stellen die Weine vor und man kann natürlich vorab die Weine bestellen. Und wir kommunizieren das dann entsprechend. Das heißt, da gibt es eine Online-Weinverkostung oder ein gemeinsames Trinken des Weines. Funktioniert sowas, ja? Ja, also es funktioniert richtig gut. Die Katharina von Handgemacht Saale Unstrut hat das quasi so richtig mit ins Leben gerufen und sagte, hey Annemarie, wir müssen jetzt irgendwas starten auf Instagram. Und Instagram ist ja immer das, was eigentlich mehr läuft als Facebook. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben drei Weine. Das ist auch so, sage ich mal, eine Flaschenzahl, die man jetzt nicht unbedingt alles schafft, aber wo es halt übersichtlich ist. Und ja, dann haben wir uns drei Jungweine rausgesucht, natürlich von dem neuen Jahrgang 2020 und haben die dann zusammen verkostet über Instagram Live mit Vorankündigung und das ging dann 20 Uhr abends live und jeder, der vorbeigeschaut hat, konnte mit reinschauen, ob er jetzt den Wein hatte oder nicht. Aber es war natürlich vom Vorteil, wenn man den Wein schon vorbestellt hatte, kalt gestellt hat und dann konnte man zusammen genießen und haben natürlich dann über die Winzerpersönlichkeit, in dem Fall war ich das jetzt mit dem ersten Weingut, dann ein bisschen was aus dem Keller gehört, aus dem Weinberg oder aus ja, dem Leben einer Winzerin im Zusammenhang mit dem Amt als Weinkönigin. Ist das Thema online jetzt auch eine gewisse Chance gewesen, vielleicht sich ein bisschen stärker als Weingut noch zu präsentieren? Hat das eine Rolle jetzt gespielt, dass in der Pandemie
man vielleicht notgedrungen da auf diesen Weg gehen musste? Ja, also man musste sich quasi wirklich davon überzeugen, dass das gut funktioniert, weil vor allem die jungen Leute schauen, sag ich mal wirklich so, ich bin jetzt auch fast 25, schauen täglich in das Instagram rein und auch in Facebook. Es ist einfach eine wahnsinnige Chance, darüber einfach ein bisschen mehr Werbung zu machen, insgesamt fürs ganze Anbaugebiet, aber natürlich auch für jeden Winzer selbst. Es ist einfach eine Riesenchance und muss genutzt werden. Sie haben ja gerade von jungen Leuten gesprochen. Ich will mal kurz noch nachhaken, bei den Winzern selber fällt mir auf, anders als in manch anderen Wirtschaftszweigen, die wir im Burgenlandkreis haben, dass doch da immer wieder junge Leute den Mut haben, als Winzer einen Weg zu starten. Woran liegt denn das, dass bei den Winzern junge Menschen sich dann selbstständig machen und dann die Region auch bereichern? Wie gesagt, in anderen Handwerksbetrieben ist das oder überhaupt in der Wirtschaft sehr schwierig, Unternehmensnachfolger zu finden und so weiter. Ja, also an dieser Stelle mal ein ganz großes Lob an unsere Winzer, weil die sind am Ende jetzt eine Vorbildfunktion, zeigen den Jungen, auch den Kindern natürlich, wie das so läuft, was man mit dem Thema Wein anstellen kann. Es ist ja nicht nur einfach, dass man im Weinberg steht und quasi ja, seine handgemachten Sachen macht, sondern es ist einfach, man kann das Ganze richtig schön ausleben, indem man früh im Weinberg steht, nachmittags im Keller, man bereitet sein eigenes Produkt und abends steht man wirklich da mit den Gästen und präsentiert seine Produkte und feiert quasi mit und feiert das Erreichte. Das ist einfach was richtig Besonderes und was man einfach wirklich in jeder Branche gar nicht so machen kann. Man steht wirklich von früh bis abends immer hinter seinem eigenen Produkt. Es ist so vielfältig und macht einfach Spaß und Laune. Ich erlebe es ja selber zu Hause und möchte das einfach mit keinem anderen Job tauschen, ja. Zeitz ist ja nicht so weit weg vom Revier, also oder gehört zum Kernrevier, sagen wir sogar. Wir kennen ja aus dem Geiseltal, dass dort an einer ehemaligen Halde auch ein Weinberg aufgerebt wurde. Ist das eine Option, da vielleicht später mal, wenn der Bergbau zu Ende geht, das ist ja nun beschlossen, da vielleicht auch noch mehr Weinberge dort anzusiedeln, oder schmeckt der Wein irgendwie nach Kohle? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Reifert-Wein schon mal getrunken habe. Schmeckt man da irgendwas anderes raus? Also Familie Reifert ist natürlich Vorzeigeunternehmen in dem Fall. Natürlich ist es da, sage ich mal, eine schöne Idee, auch den Weinbau weiterhin an so einen See zu ziehen, wenn es dann mal irgendeiner wird. Weil ich sage mal, da, wo Reben stehen, ist einfach Geselligkeit, Fröhlichkeit und einfach nimm Platz und setz dich in die Reihe, wo sonst der Traktor langfährt. Also es ist einfach schön und macht Spaß. Und wenn man dann noch das Produkt im Glas hat, ist es einfach, Lebensfreude pur. Das kann funktionieren, denken ja. Sie. Ja, und also, wäre auch für die Stadt Zeitz und das ganze Umland Elsteraue auch eine richtige große Chance. Also ich glaube auch, der Sache muss man sich mal genauer widmen. Neben dem Wein haben wir ja auch als touristisches Angebot die Wasserwanderung und die Radwege. Da wird ja wahrscheinlich in diesem Jahr noch einiges an zusätzlichen Bootsanlegern und Infrastruktur entlang von Saale, Unstrut und Weiße Elster noch dazukommen. Wir haben auch die Schleusen im letzten Jahr länger geöffnet. Das soll auch in diesem Jahr wieder passieren. Wie hoch ist denn das Potenzial für das Wasserwandern in der Region? Kann man da noch zulegen oder wenn es dann zu viel wird, verliert dann die Region vielleicht wieder ihren Reiz? Also ich glaube, dass das Potenzial noch nicht komplett ausgeschöpft ist in dem Bereich. Es ist ein fantastisches Angebot für Familien, auch für ein jüngeres Publikum. Von daher glaube ich, dass wir da noch unglaublich viel ausbauen können. Wir haben ganz, ganz aktive Anbieter entlang Saale und Unstrut, die Kanuverleih, Radverleih, die Campingmöglichkeiten anbieten, also was grandios ist für die Region. Und Sie sprachen gerade das Thema Schleusen an. Also ich finde, das ist eigentlich... Das ist ein Erlebnis in Saale und Struck, gerade mit den Schleusenwärtern, dass es halt nicht alles voll automatisch ist, sondern dass man dann wirklich noch jemanden aus der Region hat, mit dem auch gleich mal ein Schwätzchen hält. Die sind ja auch Tourismusbotschafter, die empfehlen gleich mal, steigen Sie doch mal dort und dort aus und nehmen Sie das noch mit. Also ich glaube, dass das Erlebnis Wasserwandern wird dadurch noch mehr gesteigert. Und, es ist wirklich ein Erlebnis, ja. Vor allem, ich kann aus eigener Erfahrung, letzten Jahr, wenn man kentert und dann seine Sonnenbrille verliert, also alle, die das machen, den rate ich, wenn sie Brillenträger sind, sich da irgendwas hinten an den Hals zu binden, damit die Sonnenbrille dann nicht auf dem Boden der Unstrut oder der anderen Flüsse liegt.
Das mit den Schleusen ist tatsächlich so, wir haben das ja über die kreisliche Gesellschaft, die heißt GESA, jetzt im letzten Jahr übernommen und das ist wirklich gut angekommen, dass auch bei den Veranstaltern selber dann ein breiterer, längerer Zeitraum ist, wo man das nutzen kann. Glauben Sie, wenn ich das noch fragen darf, dass jetzt in diesem Jahr das Krokodil wieder auftauchen wird? Wird es vielleicht von der Unstrut dann bis zur Weißen Elster sich bewegen oder ist es jetzt gänzlich verschwunden? Es war ja sehr kalt im Winter, ich weiß nicht, wie das Krokodil ist. Schauen wir mal, vielleicht gibt es jetzt mehrere, aber aufgrund der Kälte wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht entstehen auch andere Tiere, die sich mal in die Region gesellen. Also von der Aufmerksamkeit her heißen wir natürlich auch ein Krokodil gerne wieder willkommen. Aber war das eine Werbeaktion von Saale Unstrukturismus? Wir wurden tatsächlich darauf angesprochen, nein, also das kann ich verneinen. Aber die Aufmerksamkeit, die war einfach da natürlich. Aber unsere Anbieter haben auch gesagt, also wir brauchen kein zweites und kein drittes Krokodil. Sie nutzen lieber die Zeit, um die Leute tatsächlich aufs Wasser zu bringen und ihnen das Erlebnis zu bieten. Also von daher hoffen wir tatsächlich, dass es keine wilden Tiere mehr gibt, außer Eisvögel und so weiter. All die Besonderheiten, die wir hier in der Region haben. Also wir befahren lieber ohne Krokodil. Zum Schluss nochmal, vielleicht auch als etwas hoffnungsvollerer Ausblick auf die Lage nach der Pandemie. Ich war dienstlich am Donnerstag im Jägerhof in Weißenfels, also ein Hotel, ein historisches Hotel. Und der Inhaber, der hat jetzt die zurückliegenden Wochen genutzt, um da ganz viel zu sanieren oder das Alte des Gebäudes zum Vorschein zu bringen, hat gesagt, seine Frau hat mit dem Presslufthammer irgendwelchen Putz abgemacht und jetzt sind die historischen Dinge wieder zu sehen. Kann man die Zeit notgedrungen jetzt auch nutzen, um digital haben wir es schon gesagt, kann man die Zeit nutzen, um da noch ein bisschen irgendwas zu gestalten, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass das Geld überhaupt zur Verfügung steht. Ja. Genau, also es gibt einige Akteure in der Region, worauf wir auch wirklich sehr stolz sind, die ganz positiv nach vorn blicken und die auch sagen, ich nutze jetzt einfach die Zeit. Wir schauen auch, inwieweit wir Gelder akquirieren können, um zu investieren sogar. Heißt es jetzt auch nochmal neue Zimmer anzulegen oder eben ein neues Feld sich zu erschließen. Wir haben auch notgedrungen, das Thema Gruppenreisegeschäft liegt ja derzeit auch noch komplett brach und war auch letztes Jahr natürlich nicht an dem Punkt, wo es die Jahre davor war. Und wir haben einige Hotels in der Region, die auf dieses Thema spezialisiert sind, die dann gesagt haben, jetzt muss ich umdenken, jetzt schaffe ich mir E-Bikes an, jetzt schaffe ich mir Räder an, die ich verleihe, dass ich auch dem Individualgast entsprechend das Angebot bieten kann. Und das ist fantastisch zu sehen, dass doch dieser Tatendrang da ist, um die Region weiter nach vorn zu bringen. Und darauf können wir wirklich sehr stolz sein. Und vielleicht gibt es dann sogar ein Winzerfest im September 2021. Dann würde es einen Übergang zu einer neuen Weinkönigin geben oder ist ein drittes Jahr denkbar, Annemarie Trieben? Also ein drittes Jahr wird es, denke ich mal, nicht, weil man möchte ja auch einfach beruflich und wie auch privat einfach auch mal ein Stück weiterkommen. Und was jetzt nicht heißt, das Amt hätte mich nicht weitergebracht, aber es gibt natürlich einfach auch ein paar persönliche Sachen, wo man einfach sagt, das war jetzt das Amt und jetzt geht es einfach privat weiter. Ich freue mich natürlich, wenn es viele Bewerberinnen gibt für das Amt der Weinkönigin, weil es einfach so vielfältig ist. Und ich hätte nie gedacht, dass ich unseren Burgenlandkreis oder auch Potsdam oben, die Werder, so kennengelernt hätte, wenn ich nicht in dem Amt gewesen wäre. Also ich kann es einfach nur... Die Ausschreibung ist gerade heute in der Zeitung gewesen. Genau, also ich kann es wirklich... Komisches Gefühl, wenn man seine eigene Nachfolge liest. Aber ich hatte auch den Sachverhalt vor wenigen Tagen als die Ausschreibung für die Landratsbewerbung. Ja, ich bin auch der Meinung, es kann weitergehen und es muss auch weitergehen. Und wenn da mal wieder ein neues Gesicht quasi zu sehen ist, das ist einfach, macht wieder Werbung fürs Anbaugebiet und so muss es einfach gehen. Und ich kann es einfach nur jedem jungen Mädel empfehlen, das zu machen. Es ist wirklich was Besonderes. Ja, meine Damen und Herren, Saale, Unstrut und Weiße Elster, also der Burgenlandkreis insgesamt, haben touristisch viel zu bieten. Sobald die Pandemielage es ermöglicht, sollten Sie das auch genießen und nutzen, sollten bei unseren Winzerinnen und Winzern vorbeischauen und natürlich bei allen anderen Dingen. Wir konnten über UNESCO-Welterbe überhaupt nicht reden, über die Straße der Romanik und viele andere Möglichkeiten, die hier auch noch zu sehen und zu erleben sind. Deshalb nutzen Sie das vielleicht und nehmen den Podcast auch als Anregung dafür, Saale, Unstrut und Weiße Elster zu besuchen. Vielen Dank.